Hallo Michael Buchegger, ich darf dich begrüßen zu unserem Interview, das du nach deinem Vortrag jetzt mit mir durchführst. Also ich darf dich interviewen. Danke für den Vortrag, es war sehr interessant, sehr komprimiert. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das sind eigentlich Dinge, die eh jeder weiß, aber in einer anderen Form. Also es war sehr gut vorgebracht, wie man das nämlich verwenden kann. Ich habe jetzt gehört, du hast angefangen, Jungunternehmer zu coachen, ist das richtig? Gründer zu coachen. Du bist jetzt auch in der Digital World Academy Vortragender, habe ich das richtig verstanden? Ja, das finde ich sehr, sehr super, weil da sind nämlich sehr viele Leute dort, die das gut brauchen können. Schade, dass ich schon mein Diplom in der Tasche habe, aber vielleicht mache ich es ja noch einmal, mache ich noch was anderes. Ich würde dich jetzt gerne fragen, wie würdest du mich jetzt als Jungunternehmer, der zwei Ideen, oder Jungunternehmerin, die zwei Ideen hat und vielleicht schon ein Gefolge hat auf Facebook, aber damit kein Geld machen kann, wenn ich zu dir komme, wie würdest du mich jetzt beraten, was würdest du mit mir in den ersten Schritten einmal tun? Ja, das gilt eigentlich für die meisten Gründer oder Startups, dass sie zunächst einmal nur eine Idee haben und sonst gar nichts. Das ist typischerweise der Anfang. Und die erste Frage ist, wie kann ich das so aufbereiten, dass ich andere damit begeistern kann, dass ich andere dafür interessieren kann. Und wie ich vorhin gesagt habe, Unternehmertum und ein Startup ist ja ein zu gründendes Unternehmen. Unternehmertum beruht darauf, dass ich ein Problem für jemanden löse. Das heißt, es ist wichtig, dass ich mir meine Kerngeschichte überlege, meine Kernstory. Und diese Kernstory besteht aus vier wesentlichen Elementen. Das erste Element ist, was ist das Problem, das ich löse? Für wen? Warum ist das ein Problem? Und warum sind die bestehenden Lösungen nicht ausreichend? Das zweite ist, was ist meine Lösung? Was tue ich jetzt anders? Was mache ich anders? Was löse ich anders als bestehende Lösungen? Warum kann ich das? Wer bin ich oder wer sind wir, die wir hinter dieser Lösung stehen? Wie sind wir auf das gekommen? Und warum können wir das, was bisher keiner kann? Das ist ja oft auch die Frage, ich habe eine Idee und andere große Unternehmen haben keine Lösung für das Problem. Dann muss ich natürlich auch ein bisschen erklären, warum kann ich das oder warum können wir das und große Unternehmen können es nicht. Also das sind die wesentlichen Elemente, die man mal im Kern überlegen muss, um überhaupt einmal die Grundlage zu haben, um jemanden für meine Idee interessieren oder begeistern zu können. Würdest du auch so weit gehen zu sagen, das ist keine gute Idee, lass das weg? Ja, das ergibt sich oft, aber nicht unbedingt jetzt lass das weg, sondern was wir in der Regel machen in dem Prozess ist, ich versuche einmal zu verstehen, das sind oft Themen, die nicht leicht zu verstehen sind oder leicht zu transportieren sind, Biotechnologie, irgendwelche Hightech-Themen oder sonst was. Und da versuche ich zuerst einmal verstehen, worum geht es überhaupt, und dann bilde ich mir meinen roten Faden aus dem Ganzen. Und da fallen dann durchaus auch dann Dinge mal unter den Tisch, die nicht wichtig sind. Und dann bauen wir das halt neu zusammen, sodass es Sinn macht. Und ich kriege dann oft von meinen Kunden das Feedback, bis jetzt habe ich es nie geschafft, jemandem das zu erklären. Ja? Und plötzlich mit diesem roten Faden ist das für viele ganz einfach leicht verständlich. Es ist eigentlich nie ein Erfinden von neuen Inhalten, sondern es ist eigentlich meistens ein Neuzusammenstellen von Inhalten in einer Form, wie sie dann plötzlich Sinn machen. Also kann man sagen, wenn jemand das ein bisschen aus der Distanz sieht und pragmatisch, wie du dich ja vorher auch bezeichnet hast, als pragmatischer Mensch, pragmatisch, unaufgeregt, ohne großartige Emotionen sieht, dass man da vielleicht leichter das analysieren und strukturieren kann? Ja, vor allem, wenn man von außen drauf schaut. Wir schwimmen alle in unserem Suppentopf und sehen natürlich viele Dinge nicht mehr. Das geht mir genauso. Ich habe auch ein Problem, mich selbst neutral von außen zu sehen. Geht natürlich nicht. Aber wenn du an einem Thema intensiv dran bist, und es ist eigentlich egal, ob das jetzt als Gründer oder als Startup oder als Unternehmer, der immer das Gleiche tut. Mir hat ein Unternehmer mal gesagt,
wenn ich 3 Stunden Zeit habe, dem Kunden zu erklären, was ich für ihn mache, dann ist er in der Regel überzeugt. Aber wenn ich 5 Minuten Zeit habe, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Wir verlieren einfach irgendwie den Fokus. Wir wissen alles und wir sind aber nicht in der Lage, in wenigen Worten das Essentielle zu sagen. Dazu brauche ich einen Prozess, um mir das wieder zu erarbeiten. Und das mache ich idealerweise mit jemandem, der von außen drauf schaut und der mir spiegelt, was kommt bei ihm an. Ja, und da muss ich sagen, habe ich auch gelernt, dazu braucht es halt ein bisschen Voraussetzungen. Du musst halt in der Lage sein, relativ viele Dinge zu verstehen. Ich habe jetzt 15 Jahre mit Startups gearbeitet, mit 250 Unternehmern, mit ganz, ganz unterschiedlichen Thematiken. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich mir einfach einen einfachen Zugang zu vielen, vielen Themen erarbeitet habe, ohne da jetzt in die Tiefe reinzugehen. Und dann kann man aus der Position ganz gut da von außen helfen. Ja. Also du schaust schon zurück auf ein enormes Wissen und beziehungsweise eine Praxis. Also richtig, richtige Praxis. Richtige Praxis, keine Theorie. Das finde ich super. Jetzt meine nächste Frage ist, meistens haben ja Startups, Gründer, Leute, die Ideen haben, zwar viele Ideen, aber kein Geld. Wie kann ich mich trauen, mit dir zu sprechen und zu sagen, hallo, du, ich habe jetzt eine Idee, ich würde mich gern selbstständig machen. Ist das in meiner Preisrange oder wie gehst du also da finanziell um mit dem Thema? Also die haben kein Geld, aber gute Ideen. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, ganz generell für Startups. Andererseits ist es mittlerweile auch so, also die Dinge, die ich tue, sind meistens nicht von den Startups direkt bezahlt, sondern von Inkubatoren, von irgendwelchen Organisationen, die Startups aufnehmen und ihnen weiterhelfen. Das ist eine angenehme Situation, auch für mich. Ja. Darf ich unterbrechen kurz? Das heißt, du kennst auch Förderungen oder irgendwelche Inkubatoren, die du empfehlen kannst? Ja, natürlich. Da gibt es mittlerweile ja ganz eine Menge in Österreich und auch viele, die sich auf bestimmte Themen spezialisieren. Also da hat sich in den letzten 15 Jahren auch wahnsinnig viel getan. Ja. Das Thema ist natürlich, wenn ich mit irgendwas neu beginne, egal ob jetzt als Startup oder wenn ich einfach mein Unternehmen gründe oder meine Selbstständigkeit angehe, dann habe ich in der Regel nicht viel Geld. Was aber trotzdem heißt, ich muss ein Budget haben. Ja, ohne Geld geht nichts und man muss auch ein bisschen den Fokus so zurechtdrücken, sagen, ich muss investieren. Ja. Und ich muss investieren in die Dinge, die wichtig sind. Da ist mir wichtig, auch immer dann darauf hinzuweisen, es wissen alle, dass sowas wie Finanzpläne wichtig ist. Es wissen alle, dass ich meine Idee oder mein Produkt entwickeln muss. Es ist mir aber auch wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, es ist verdammt wichtig, dass ich mich auch mit meiner Kommunikation auseinandersetze. Weil, wie gesagt, ich kenne aus eigener Erfahrung viele Startups, viele gute Ideen, aus denen nichts geworden ist und hauptsächlich deswegen, weil sie schlecht kommuniziert waren. Und im Prinzip, es gibt auch Beispiele von großen Unternehmern und von Produkten, die daran gescheitert sind, dass sie einfach schlecht kommuniziert waren. Also das ist etwas, womit ich mich auseinandersetzen muss und da muss ich halt auch ein bisschen was investieren. Zeit und Geld, es geht ja nicht nur um Geld, es geht auch um die Zeit, die ich reinstelle. Und da bist du der Experte dafür, wie wir jetzt gerade mitgekriegt haben. Ich freue mich, dass du, wie gesagt, noch einmal zu sagen, dass du in der Digital World Academy bist. Das war toll, ja. War eine tolle Gruppe, großes Interesse, wir haben viel interaktiv gearbeitet, hat Spaß gemacht. Ja. Das freut mich. Ich werde sicher auch nochmal kommen, nachdem ich die Interviews führen darf. Eine Frage habe ich noch. Würdest du, wenn jetzt eine sehr verwirrte Gründerin kommt, so wie ich zum Beispiel, die zwar viele Ideen hat und die vielleicht auch viel kann, aber sich nicht fokussieren kann oder traut, würdest du dir das zutrauen, diese Person auch zu coachen? Ja, weil das ein wesentliches Prinzip ist, sich zu fokussieren auf etwas. Ja, das ist, so wie ich vorhin gesagt habe, das Interessante, wenn ich eine Story erarbeite, ist der Erste, dem ich die Story erzähle, bin ich selbst. Ich bin, das ist das, was ich auch oft sehe, wenn Teams miteinander arbeiten, dass die auch dann ein gemeinsames Verständnis erarbeiten, wie sehen wir uns eigentlich. Und das gilt für mich als Person auch. Ich muss meine eigene Story zunächst einmal für mich klar kriegen.
Und das bedeutet auch Fokussierung, sonst funktioniert die Story nicht. Ne? Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich habe da 17 Ideen und jetzt schauen wir mal, sondern ich muss wissen, worauf konzentriere ich mich jetzt. Und im Zuge dieses Story-Erarbeitens zwinge ich mich auch ein bisschen zu sagen, naja, was ist es denn jetzt? Ne? Ist es A, B oder C und was spricht für A, was spricht für B, was spricht für C? Also ich muss mich dann fokussieren und ich muss mich dann ein bisschen damit auseinandersetzen, was sind denn wirklich die Dinge, die ich weiterverfolgen möchte. Ja, das heißt, man kann einmal auch so Stunden bei dir buchen und so sagen, setzen wir uns einmal zusammen und reden wir über das Projekt und das ist sicher auch leistbar, nehme ich einmal an. Ne? Programme, die halt für bestimmte Zwecke, wie gesagt, ich bereite auch Startups für Präsentationen vor, da gibt es halt ein Paket, wo wir uns 3-4 Mal zusammensetzen, die Story erarbeiten, wo die dann ihre Präsentation halten und ich gebe ihnen Feedback und da gibt es Pakete dafür, beziehungsweise für das Storyworks-Programm gibt es ein Paket, wo wir gemeinsam an der Story arbeiten in einem Interviewprozess und dann halt die entsprechenden Bausteine dabei rauskommen, mit denen man dann weiter tun kann. Und das ist auch so ein Thema, dass man entscheiden kann, wie weit will ich gehen. Ja. Das heißt, ich finde mehr Informationen auf deiner Webseite, die heißt? Die heißt www.bizcoach.at. Okay. Ich bedanke mich für das Interview. Ich hoffe, ich habe Fragen noch abdecken können, für Jungunternehmer, vor allem für Gründer, für Leute mit Ideen. Und ich hoffe, dass sich die bei dir melden. Vielen Dank. Ich freue mich auch, wenn sich viele Unternehmer melden oder viele Selbstständige wenden, die einfach die richtigen Kunden finden wollen, weil das ist ja auch etwas, was Story bringen kann, dass ich die Leute anziehe, mit denen ich gerne arbeite und die mit mir gerne arbeiten und wo beide Seiten den Wert rauskriegen, den sie verdienen sozusagen. Vielen Dank noch einmal. Dankeschön.